Aus beim Urlaub aus Südafrika stammt das heutige Bier. Welches Bier das ist, welche Brauerei und vor allem, wie es schmeckt, darüber reden wir in 6 Sekunden. Schönen guten Tag, liebe Seiten, und damit herzlich willkommen zur heutigen Bierverkostung. Es ist Urlaubsbierzeit und auch ich habe mir natürlich aus meinem Südafrika-Urlaub ein Bier mitgebracht. Eine Brauerei, die ich schon im April besucht habe, als ich als Judge beim African Beer Cup dort gewesen bin, ist mir sehr gut in Erinnerung geblieben und ich konnte es nicht anders, als mir das Nectaron mitzubringen. Das ist ein Pale Ale und die Brauerei, um die es geht, ist Aegir Brewing. Die kommen aus Nordhück. Das ist südlich von Kapstadt auf dem Weg zum Kap und haben eine herrliche Küche. Man kann Pizza essen, man kann Burger essen und das Ganze aus dem, Holzofen ist es sogar. Die haben auch noch viele andere leckere Sachen, die man dort verkosten kann. Die machen fassgereifte Biere in Limited Editions, kommt hier auch auf dem Kanal noch ein bisschen was dazu und sind vor allen Dingen super, super nette Leute. Als wir da gewesen sind, haben sie gerade ein Etikett für ein Sommerbier gemacht. Das könnte das hier auch sein. Es ist ein wie der Name schon sagt, ein Bier, das mit dem Nectaron-Hopfen gemacht ist. Und der kommt offensichtlich aus Neuseeland, wenn ich das hier hinten richtig verstehe. Und es wird versprochen, dass er intensive Ananasnoten hat, Nektarine natürlich, namens liegt es ja schon ein bisschen nah, in jedem Fall viel Zitrus und so juicy, wie das nur sein kann. 5,0 Volumenprozent Alkohol sind hier aufgeschrieben, 40 Bittereinheiten sind auch versprochen und ich würde sagen, schaut mal hier, das sind schon hier richtig schön, auch die Etiketten, da wird richtig viel Energie reingesetzt. Das sind schon verdammt gute Daten für ein Pale Ale und damit gehe ich das Ganze jetzt mal an und schenke mir davon mal ein bisschen was ein. Oh, und wir haben es hier mit einer leicht getrübten, schönen, goldenen Farbe zu tun. Intensiver, 3 Finger dicker Schaum, der sich hier oben drauf gebildet hat. In der Nase. Oh, das ist so richtig kräftige Mandarine, Nektarine. Ananas und eine fette Mangonote. Also da ist nicht zu viel versprochen worden. Da ist viel Frucht im Glas. Und ob das auch alles so schmeckt, das klären wir jetzt. Setzen wir wohl. Cheers. Oh. Ananas, Mango. Da ist ein bisschen, da ist viel Zitrusfrucht mit dabei. Da ist auch eine leichte Kokosnuss mit am Start. Papaya, jetzt habe ich es. Papaya ist da mit drin. Und da war eine richtig schöne Reife. Angenehme, leichte, bittere. 40 Bittereinheiten. Passt für mich. Aber super angenehm, super weich. Richtig schön juicy. Und leichte Würze im Hintergrund. Insgesamt eine super tolle Balance. Richtig süffig, dieses Bier. Schöner mittlerer Körper, Kohlensäure, mittleren Bereich, wenn auch ein bisschen zurückhaltender. Und bei dem Schaum hier cremig, weiche Textur. Nachtrunk, es bleibt super schön fruchtig mit diesen tropischen Fruchtnoten. Mango sticht jetzt immer ein bisschen mehr heraus. Auch Papaya. Leichte Süße kommt dadurch auch mit rein. Die mittlere bleibt im milden Bereich. Und ich suche die ganze Zeit, ob ich so grasiger Hopfen ist, aber das ist eigentlich alles weg. Das ist kein grasiger, kräutriger Hopfen. Das kommt nur über die Frucht und macht dieses Bier richtig, richtig geil. Wir haben es damals vom Fass getrunken. Ich finde aus der Dose ist es kein Deutsch schlechter. Das Nectaron Pale Ale von Aegir Brewing von Probiert.tv gibt es dafür 4 von 5 möglichen Punkten für das Bier aus Aegir, aus Nordhook von Aegir Brewing in der Nähe von Kapstadt. Dann sollte es von meiner Seite aus heute gewesen sein. Wenn ihr andere Biere von eurem Urlaub kennt, die ihr gerne mal hier verkostet haben wollt, dann schreibt mir das gerne. Und wenn ihr noch kein Abo habt, dann bitte unbedingt hier nachholen, das zu lösen. Und wir sehen uns morgen wieder mit dem nächsten Bier. Vielleicht ja auch schon wieder ein Urlaubsbier. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Tschüss, Papa. Servus, Prost und Ahoi. Cheers.